Ja, hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Sinan und bin gebürtiger Essener. Ich wohne schon mein ganzes Leben hier und komme aus Essen-Kupferdreh. Ja, 2002 habe ich angefangen, Breakdance zu tanzen und bin seitdem auch dabei geblieben. Heute bin ich freiberuflicher Künstler und lebe eigentlich vom Tanzen. Ich bin bereits seit 2007 Breakdance-Trainer, vor allem in Essen und in der Umgebung. Ich unterrichte an diversen Tanzschulen und habe auch schon in Jugendheimen oder in Schulen diverse Workshops gegeben, verschiedene Projekte geleitet, um Jugend- und Kulturförderung in Essen und der Umgebung voranzutreiben. Ich denke, es ist eine wichtige Sache, gerade heutzutage, dass wir Kids das Tanzen näher zu bringen, ob es Breakdance ist, ob es Hip-Hop ist. Also mein Fokus ist natürlich auf dem Breaken. Aber ich mache natürlich auch ein bisschen Hip-Hop und bin offen für alle anderen Tanzarten. Ja, es ist leider kein Geheimnis mehr momentan, dass wir alle negativ von der Corona-Krise beeinflusst werden. Ich als Tänzer, ihr als Schüler, unsere Lehrer, nahezu alle Berufsfelder sind ja negativ beeinflusst von der aktuellen Krise. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Projekt ins Leben gerufen habe, einfach um meinen Beitrag an der Sache zu leisten oder einen Beitrag überhaupt leisten zu können mit dem, was ich kann. Und das ist halt das Tanzen. Ne? Also versuche ich euch Tanztutorials zu liefern. Ich habe ein paar coole Leute eingeladen und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Auf meiner Reise als Tänzer habe ich natürlich sehr viele Leute kennengelernt, unter anderem die Breakdance-Brüder Tom to Rock und Kim Volterra, mit denen ich lange Zeit auf Deutschland-Tour war, mit der Breaking Salsa Show, mit internationalen Tänzern, Live-Ensemble, Grammy-Gewinner Nene Vasquez und vielen anderen haben wir ja die Hallen gefüllt, sag ich mal. Aber leider aufgrund der Corona-Krise kann das natürlich jetzt nicht mehr stattfinden. Ja, und heute zu eurem Vergnügen habe ich Rocky von den Breakdance-Brüdern eingeladen und begrüßt mit mir recht herzlich Rocky! Yeah! Jo, Rocky, was geht? Alles fit? Ja, gut, hier auch. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Sagt Hallo zu meinem Bro Rocky. Ja, Rocky, wir haben ja schon oft zusammengearbeitet und sind einige Jahre schon zusammen unterwegs. Unter anderem in dem Projekt Dance for Respect. Und das hat mir immer total super gefallen, weshalb ich das natürlich auch hier mit euch in Essen machen wollte. Ja, vielleicht sagst du noch ein bisschen was darüber. Ja, das Projekt Dance for Respect haben wir jetzt schon vor 8 Jahren, habe ich das mit meinem Bruder zusammen auf die Beine gestellt und sind durch ganz Deutschland rumgereist und haben das Projekt in verschiedenen Schulen auf die Beine gestellt. Und uns war es halt immer wichtig, den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, wie der Zusammenhalt, dass sie an ihre Ziele glauben, an ihre Träume, dass sie nie aufgeben, egal was denen in den Weg kommt, dass die immer dranbleiben. Und das ist halt eine sehr, sehr wichtige Botschaft, auch jetzt in dieser Zeit, wo Corona ist, dass die wirklich einfach weiter motiviert bleiben sollen. Also bei Dance for Respect, das Projekt, wo wir das in den Schulen durchgeführt haben, es war immer so, dass das Ziel war, dass wir verschiedene Klassen zusammengebracht haben, eine ältere Klasse, eine jüngere Klasse, die kamen halt zusammen. Ohne dass sie sich kennen, haben wir die halt in Gruppen aufgeteilt und es war sehr, sehr wichtig, dass in den Gruppen, dass sie sehen, wie wichtig die Zusammenarbeit ist. Und immer Ende des Tages konnte man selber feststellen, wie gut die Kinder zusammen miteinander gearbeitet haben, weil da hast du ja schon gesehen, was für eine Choreo die auf die Beine gestellt haben. Ja, und das hat uns sehr, sehr berührt, weil wir wissen selber, wo wir nach Deutschland gekommen sind, haben uns nicht viele Leute unterstützt. Viele haben auch an diesen Traum, als Tänzer davon zu leben, nicht wirklich geglaubt. Mhm. Ja, und wir haben wirklich uns so gegenseitig, ich und mein Bruder, wir haben uns so gegenseitig motiviert und gesagt, ey, wir ziehen das Ding richtig durch. Und ich weiß, 2011 haben wir auch eine Tanzschule eröffnet und haben auch ganz viele Kinder und Jugendliche da gehabt und waren auch deutschlandweit unterwegs, auch in verschiedenen Fernsehshows. Aber trotzdem war die Leidenschaft, wir haben uns immer die Zeit genommen, trotzdem dieses Projekt Dance for Respect immer auf die Beine zu stellen und weiter durchzuführen für die Kinder und Jugendlichen. Du hattest gesagt, dass du irgendwann mal nach Deutschland gekommen bist. Wo kommst du denn eigentlich her und wann bist du nach Deutschland gekommen? Wo ich ungefähr 3 Jahre alt war, kam ich nach Deutschland aus Serbien. Und ungefähr so mit 10, 11 Jahren habe ich mit Tanzen angefangen. Wir waren früher immer im Jugendzentrum und haben da richtig viel trainiert. Motiviert haben wir uns immer durch Videokassetten. Das war ja früher, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das sind so eine Dinger hier, was man so reinschiebt. Und wenn das mal nicht funktioniert hat auf dem Fernseher, musstest du richtig draufklappen, dass es wieder geht. Und ja, damit haben wir uns halt immer motiviert, durch Viva, MTV. Das war auch halt unsere Motivation. Wir haben jeden Tag trainiert, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, okay,
wir wollen wirklich versuchen, davon zu leben, vom Tanzen. Ne, viele haben uns auch Lehrer, Eltern, also viele haben uns auch davon abgeraten, haben gesagt, lernt was Vernünftiges. Wir haben auch was Vernünftiges gelernt. Mein Bruder hat Maler und Lackierer gelernt. Ich habe als Sport- und Fitnesskaufmann eine Ausbildung abgeschlossen. Ja, und ungefähr so 2011 haben wir dann eine eigene Tanzschule eröffnet. Und das war so ein Kindheitstraum, eine eigene Tanzschule zu haben. Das war echt mega. Wir haben da sehr viele Projekte gemacht, mit verschiedenen Stars aus Deutschland auch zusammengearbeitet. Und ungefähr, glaube ich, so 2014, 15 haben wir Kim Volterra kennengelernt. Und da kam dann so langsam die Idee, Breaking Salsa auf die Beine zu stellen. Da kam so die Idee, wo wir die ersten Schritte ausprobiert haben. Ja, und 2018, weißt du selber, war die große Deutschlandtour mit Breaking Salsa. Und so kam eins zu den anderen. Sinan, ich finde es natürlich mega cool, dass du dich dafür einsetzt, Dance for Respect auch hier in Essen umzusetzen. Und natürlich werden wir beide euch nicht nur Breakdance und Hip-Hop zeigen, es werden auch verschiedene andere Stils auf euch zukommen. Also ich bin mega gespannt und ich freue mich einfach drauf. Ja, cool, Rocky. Ich freue mich natürlich auch riesig. Und zu guter Letzt noch eine Danksagung an die Stadt Essen, die das ganze Projekt ermöglicht hat. Und an die Stiftung der Sparkasse Essen ebenfalls, die uns bei dem Projekt unterstützen. Dankeschön.